So, werfen wir mal einen Blick auf den Inhalt. Die Schriftart ist Arialgröße 12, sollte eigentlich Tahoma sein. Und ich weiß auch nicht, ob die anderen übernommenen Formatierungen aus Word etc. korrekt sind. Ein Klick auf die Bilder zeigt, dass linksbündig eingestellt ist, das heißt, rechts neben den Bildern können immer noch Text und Leerzeilen das Bild umfließen und für komische Darstellungen im Browser sorgen. Von daher ist es empfehlenswert, dass wir als erstes einmal sämtliche Formatierungen entfernen. Und dazu markieren wir alles mit Steuerung A und nutzen den Formatieren, Löschen, Radiergummi oben im Menü. So. Art auf Tahoma. Ist nur eine Schönheitssache, hat mit der Funktion nichts zu tun, aber es sollte ja alles Tahoma Schriftgröße 12 werden. Des Weiteren entferne ich jetzt die Leerzeilen, weil ich nicht weiß, ob die mit Enter als Absatz entstanden oder Shift-Enter oder ob die aus Word kamen. Ich möchte jetzt hier mit Enter einen neuen Absatz schaffen, damit die Weiterlesen-Funktion funktioniert, denn die braucht einen Absatz per Enter. Das mache ich unten auch nochmal, damit es gleichmäßiger aussieht. So, die Bilder nehme ich mir dann als nächstes vor. Ich nehme über die Stiftbearbeiten-Funktion die Ausrichtung auf keine und ich lege den Link auf das Bild in großer Ansicht, falls jemand auf das Bild klickt. Ist auch nur eine Schönheitssache, hat damit jetzt für die Funktionalität nichts zu tun. Wichtig ist, dass bei Ausrichtung keine steht. So, dann entferne ich die Leerzeichen zwischen den Bildern und auch die Umbruchszeile und setze neue Leerzeichen. Ja, Eigenschaften sind noch alle in Ordnung. Und hole mir dann von unten die Bildunterschriften. Foto links und Foto rechts kann ja raus. Des Weiteren sind auch diese Zeilen in Tahoma und ich wähle Schriftgröße 10. Etwas kleiner als Bildunterschrift. So, ziehe die Bilder etwas auseinander, damit das schicker aussieht und speichere das Ganze, aktualisiere. Soweit, so gut. Schauen wir uns das Ganze mal im Browser an. Die Weiterlesenfunktion ist da und funktioniert. Jetzt hat sich aber unter den Bildern die Schrift doch noch etwas verzogen, weil der Browser den Inhalt anders darstellt als unser kleiner Editor. Wie lässt sich das Ganze lösen? Wir packen das Ganze in eine Tabelle mit zwei Spalten. Tabelle, zwei Spalten, wählen wir, zack. Und gehen in die Eigenschaften der Zelle in der linken Spalte. Wir sehen, dass die genau 50% breit sind. Und die Ausrichtung der linken Spalte soll links sein. Und die Ausrichtung der rechten Spalte der Zelle soll nach rechts sein. Jetzt nehmen wir das erste Bild
schneiden es aus und fügen es in der linken Spalte ein. Mit Shift-Enter fügen wir eine Zeile drunter an und kopieren uns den Bildtext. Genauso verfahren wir auch mit dem zweiten Bild. Und packen es in die rechte Spalte. Wieder Shift-Enter, um dicht daran eine Leerzeile zu produzieren für den Bildtext. So, wir können der Schönheit halber sagen, dass die Zellen nach oben ausgerichtet sind. Spielt jetzt hierfür keine Rolle, weil auf beiden Seiten gleich viel Text und Bildmaterial vorhanden ist. Wären jetzt unterschiedliche Inhalte, könnte es passieren, dass eben ein Teil des Zelleninhalts nach unten verrutscht. Das kann man dann damit minimieren. Hier in den Bildeigenschaften könnte man noch alternativen Text und Beschreibungen hinzufügen. Das hilft sehbehinderten Betrachtern der Seite zu verstehen, was dort zu sehen ist. Denen wird dann nämlich der Text vorgelesen. Soweit so gut. Entfernen wir noch die Leerzeilen unter der Tabelle. Das ist ebenfalls ein kleines Schönheitsding. Aber wir wollen es ja auch nahezu perfekt haben und wir aktualisieren einmal die Seite und sehen, voilà, links und rechts sind die Bilder ansortiert. Und wenn man den Browser verkleinert, dann rutschen sie auch zusammen, so wie es sein soll. Sieht aber noch nicht ganz schick aus, weil wir damit jetzt so viel Platz haben. Und eigentlich wäre es schöner, wenn beide Bilder in der Mitte etwas weiter zentriert wären. Das erreichen wir, indem wir die Tabelleneigenschaften ändern und sagen, die Tabelle ist nicht 100% der Seite breit, sondern 75% sind völlig ausreichend. Und damit die Tabelle nicht dabei nach links rutscht, ändern wir die Tabelleneigenschaften dahingehend, dass die Ausrichtung der gesamten Tabelle zentriert ist. Also in der zentrierten Tabelle, die mittig dargestellt wird, ist die linke Spalte links angeordnet und die rechte Spalte rechts. Schauen wir uns an. Das ist jetzt ein Ergebnis, mit dem ich eigentlich so leben könnte. Noch eine Leerzeile unter Hengsten, damit die Bilder nicht so rangeklatscht aussehen. Und ein kleiner Rechtschreibfehler ist noch zu sehen bei 4-jährige Hengst. Wir drücken auf Aktualisieren. Und voilà, der Beitrag ist aufgehübscht.